Was geht? Hier ist euer bester Leibes und heute eine Folge Müller WG. Und zwar bin ich nicht allein, auch wenn es so aussieht gerade, aber der Freaks ist mit dabei mal wieder. Der Freak. Hallöchen! Ja, und ich bin hier gerade am Start und Leute, sagt mir nicht, dass ich falsch liege, aber Fichtenholz! Wow! Wir haben einen weiten Marsch auf uns genommen, um hier so ein bisschen Fichte uns zu gönnen. Übrigens, die Fichte müsste eigentlich auch so wachsen. Hier wächst die auch nur ein Stamm breit. Also ich glaube, das war keine Fichte, die wir da das letzte Mal angepflanzt haben. Nee, das war auch keine Fichte. Das war das Schwarzeiche. Schwarzeiche war das, glaube ich. Warte, ich geh zum Setzling. Ich gönne mir auf jeden Fall mal eben Fichte. Alter, was ist los mit dir, du Scheißvieh, ey? Meine Fresse, ey, du gehst mir wieder auf den Senkel. Was macht die Spinne denn da? Mit dem Setzling. Ja, jetzt greifst du mich an. Genau. Erst den Setzling hier ein bisschen dingsen, ne? Und dann. Ein bisschen dingsen, ja, alles klar, danke für diese. Ja, das kann ich nicht sagen. Was hat er gemacht? Die hat sich ein bisschen gedingst, hat die den. Ey, mal. Das ist schon wieder eine. Was wollt ihr denn alle von mir? Guck mal, wie dunkel das ist hier, Leute. Man sieht einfach nur schwarz vor Augen. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ihr vor allem nicht. Mach mal ein bisschen dicht. Ich würde meinen, es wird wieder hell jetzt gerade, oder? Irgendwie ist es bei mir bei OBS auch einfach ultra dunkel. Ey, wenn ich immer in die Aufnahme reingucke, denke ich auch immer, boah, man sieht ja noch weniger, als wie ich sehe. Ja, man sieht einfach gefühlt gar nichts. Obwohl, ich glaube, es ist gar nicht so, aber man sieht, gefühlt sieht man einfach gar nichts. Korrekt. Zack, zack, zack. Na toll, habt ihr das gesehen? Kaputt. Zack, zack. Alles so. Schrott hier. Billige hier Verarbeitung. Lücken rein. Zack. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ah. Naja, müssen wir wohl per Hand hier alles prügeln, wa? Aber das so. So, eine Fichte machen wir noch. Eine Fichte nehmen wir noch mit und dann geht's rund hier. Aber schon ganz schön. Ja, du hast recht, ist schon ganz schön hoch. Ich habe das schon ganz schön hoch gemacht. Aber das Dach rauf. Boah, das ist. Ist eine große Taverne. Wir haben noch zwei. Dachgeschoss und noch ein Stockwerk. Ich würde sagen, ja, das ist einfach mit Hotel sozusagen. Also hier mit. Gasthaus. Ist ja ein Gasthaus, ne? Ja, ist ein Gasthaus. Und die besoffenen Leute, wenn sie zu voll sind, der besoffenen Gans, was natürlich auch häufiger vorkommt, können die gleich hier schlafen. Genau, was auch häufiger vorkommt, so ist das, Leute. Die, unsere Gäste, für die Gäste nur das Beste und so, ne? Oder für die Gäste nur die Reste, man weiß es nicht. Kommt immer ganz drauf an, wie gebeten die Gäste sind. Und dann kann man sich das mal hier machen, so, pass auf. Jetzt nehmen wir das hier erstmal mit die Fackel. So, fackeln wir erstmal alles ab so ein bisschen. Okay, nee, Spaß. So. Das ist mal eine Linie. Komm, give it all to me, Leute. Wir nehmen hier einfach alle Saplings mit, damit wir die Bäume gleich richtig fett bei uns anbauen können da. Bei der Männer-WG. Oh ja, bitte, live bitte, on stage, ja. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bip, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, ne, und so. Danke, danke. Bitte, bitte. Komm, wir reißen hier einfach alles ab. Guck mal, Leute, ich würde sagen, wir machen Trick 17 gleich. Pass auf, ne? Also ich meine, wir haben erst zwei Tode. Da geht noch was, ja. Da geht noch was. Und zwar... Ach, du willst dich dann einfach umbringen und dann bist du wieder hier. Richtig. Ganz einfache Angelegenheit. Ich muss mal jetzt zurücklaufen. Also ich glaube, es hackt ja wohl. Kleiner Schlawiner. Es hackt ja wohl. Wer läuft denn jetzt zurück? Aber guckt mal, Leute, wen ich hier gefunden habe. Guck mal, jetzt... Was hast du denn noch gefunden? Bist du schon wieder hier? Nee. Na toll. Mit einem halben Herz überlebt. Wollt ihr mich verarschen? Da hinten ist noch einer, Leute. Da gehen wir jetzt erstmal. Profi. Du bist ein Profi. Pass auf. Freaks, der Selbstmordprofi. Komm, töte uns! What the fuck? So, nice. So, okay, ich bin wieder da. Hallo. Hallo. Du bist von deiner Reise wieder da. Ja, ich bin zurückgepilgert. Und
Und Eric Cartman findet das auch mega toll, dass der Freaks endlich wieder zurück ist von seiner langen, langen Reise. Der war auch ganz schön lang weg, der blöde Spaß. Was? Eric, du Arsch, ey. Eric ist immer wieder so gemein. Der Eric, der ist immer so böse, ne? Böse. Böser Eric. Ey, ich bin einfach nur Cartman, du Spaß. Was? Leute, wie findet ihr übrigens meine Cartman-Imitation? Schreibt's in die Kommentare. Das war eigentlich ein bisschen mehr just for fun. So einfach das mal so ein bisschen nachzuplappern. Und irgendwie, finde ich, hört sich's eigentlich schon relativ dicht am Original an. Muss man mal sagen. Also, das ist einfach der Eric Cartman. Und der rastet einfach den ganzen Tag so aus. Guck mal hier. Au! Alter! Sag mal, spinnst du? Der Creeper, der hat mich gerade fast umgehauen. Was ein Arsch. War's nicht. Was? Was hast du gesagt? Ich war's nicht. Ja, der Mr. Lyris, der war's nämlich schon wieder nicht. Der alte Schlawiner, der war's eh. Ich wette drum. Knochenmehl? Genauso wie Kyle, dieser Spaten. Der ist es auch immer. Ich hab einen Spaten. Was? Du hast einen Spaten? Ja. Ich glaube, du brauchst mal wieder ein bisschen Hilfe, du Spaten. Oh, ich brauch Knochenmehl. Haben wir Knochenmehl? Was brauchst du? Knochenmehl? Bist du, wenn du im Lager bist, guck mal gleich nach Knochenmehl. Ich bin nicht im Lager. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin am Haus. Ich bin nicht im Lager. An welchem Haus? Ich bin Haus? Am Haus. Ach da. Am Wirtshaus. Oder wie viel Holz hast du denn noch? Genug. Ja, willst du mir von diesem... Aber das Holz kannst du jetzt nicht nehmen, ne? Du musst Eichenholz da nehmen, weil wir Eichenholz an den Seiten genommen haben. Ach ja, scheiße. Obwohl, ich will das eigentlich gar nicht nehmen. Das sieht irgendwie alles kacke aus. Da machen wir einfach so eine fette Fensterfront hin, weißt du? Dann sind alle zufrieden und alle denken sich, boah, sieht das geil hier aus. Obwohl. Boah, ich finde das richtig nice hier. Boah, wie geil das aussieht. Siehst du, wie geil? Ich guck's mir gerade an. Guck dir das an, wie cool das wird. Scheiße, da geht's nicht. Es geht nicht auf. Es geht sich nicht aus, weil da eine scheiß Treppe ist. Welcher Spaß hat da die Treppe hingebaut? Nein. Ich weiß nicht genau, welcher Spaß das gewesen ist. Spaß nicht. Naja. Frage ist aber jetzt... Sieht wohl schon ein bisschen hässlich aus, aber geht. Ja, für so ein bisschen. Was überlegst du gerade? Teil uns deine Überlegung. Guck mal, hier oben sind Fenster, du kommst da nicht, ich kann da drüber drunter gucken. Möchte man denn da überhaupt rausgucken? Nein. Weil man sieht dann die schmierigen Nachbarn hier, das ist ja ekelig. Die will doch keiner sehen. Mal ehrlich. Sowas wie Kalle. Die schmierigen Nachbarn da hinten, den will doch keiner angucken. Also mal ehrlich. Also das ist doch so, oder nicht? Sehe ich das falsch? Ach, das wird schon. Wen? Den Kalle? Ja. Den kenne ich doch gar nicht. Schmieriger Nachbar ist das. Der wohnt da hinten in seiner Butze. Unterwasserbutze. Unterwassermutze. Ja. Da wohnt er. Zusammen mit Aber Eric. Aber hier kannst du das machen. Eric Cartman! Was? Hier, Mann, ich. Holz, ich brauch wieder Scheiße. Holz. Ich hab keine Fenster mehr. Was? Ich hab eine noch. Kacke, yeah. Ich hab noch. Give it all to me, komm. Give it. Give me. Ach, das ist ja schön. Da. Gib's mir. Ja. Yo. So viel gebe ich dir. Besten Dank. Das reicht auch schon. Jetzt ein Baum, der. Guck mal, wie scheiße das aussieht hier. Aber ist ja egal. Ganz viel davon, so das reicht. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab einen Plan, Leute. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Er hat den Plan. Er baut da einfach irgendwas hin. Egal, scheiß drauf. Ja, wieso? Ist doch jetzt genau da auch. Wo ist das jetzt genau da auch? Ja, das Holz. Doch auch. Alles ja. gleich. Hä, was ist alles gleich? Hä, wo ist alles gleich? Wie? Gleich wie? Gleich wo? What the fuck?
Pass auf. Oh! Hä? Hey. Die Frage ist, was ist jetzt gleich? Mit was hast du das jetzt gerade verglichen? Mit gar nichts. Was? Ich hab. Ach, lass mir das sein. Ich weiß nicht, was du meintest. Und nein, aber du meintest, es ist jetzt alles gleich. So, das hast du gerade gesagt. Womit ist das hier bitte gleich? Was du hier gerade hingezimmert hast. Na, ist Holz das links und rechts so und darüber, dass es jetzt so ist aber, mit dem Holz. Hä, aber das ist doch nicht gleich wie woanders. Nein. Die Seite hier meine ich. Du hast ja, auf die Seite war das schon so. Nee? Und hier, wo das Holz wäre, hast du Glas hingemacht. Hä, da habe ich das Glas weggemacht. Gar nicht so. Doch. Echt? Ja, und hier habe ich das Glas weggemacht und hier Holz hingepockt, habe gemeint, so, jetzt ist es gleich. So, sag das doch. Bei dir verstehen wir auch nur alles in Rätseln. Ey, was hat der denn jetzt schon wieder gesagt? Weiß ich nicht. Ich hab den nicht verstanden. Leiris, der Rätselredner, Redner, Sprecher. Der Rätselredner, Sprecher. Alles klar. Siehst du, ich rede für mich in Rätseln. Ja, ja. Merkt das schon. Was hat der jetzt schon wieder gesagt? Ich weiß es nicht. Ich will's auch gar nicht wissen. Das ist meine erste Taverne hier mit dir zusammen. Ja, meine auch, aber irgendwie sieht es noch ein bisschen schön aus. Nicht so gut aus? Schön sieht's aus, schön. Ah, oh, kriegen wir noch hin, Mensch. Wir sind doch Brobies. Irgendwie sieht das hier mit diesen Treppen scheiße aus, die tauschen wir aus. Beziehungsweise die nehmen wir einfach ganz raus, zack. Können ja außen gerne sein, aber das hier sieht echt ein bisschen beschnackert aus. So. Was denn? Wenn die Treppen... Ja, ich wusste noch nicht ganz mit den Treppen, aber ja, kannst du ja gerne wegmachen. Das Problem ist einfach, dass mit dem Glas kacke aussieht. Ja, und dass es ja halt nicht alles eben ist, ne? Auch das Doofe. Aber ja, so sieht es nicht schlecht aus. Jetzt habe ich aber überlegt, was für eine Idee mir noch kam. Ja. Und zwar... Ich habe hier oben übrigens noch eine andere Idee. Das Holz irgendwie. Okay. Na, weil ich vorne bei den Fenstern ist es ja auch so. Deswegen. Nee, ich hab gerade noch eine andere Idee. Oder machst du noch Treppen dahin? Scheiße. Ah, funktioniert schon wieder alles nicht, wie ich das haben will. Guck mal, was ist das für eine Verarsche hier? Was Hallo, denn? Du sollst dich da ransetzen. Da. Was ist das? Was ist das hier für eine Veräpplung? Mann! Ich kann nichts dafür. Ich werd gleich sauer. Ich muss erstmal wieder... Ich werd gleich richtig sauer, ich sag dir das. Hast du noch Fichtenholz? Das nervt mich ja richtig. Was hab ich noch? Fichtenholz. Hier ist das auch schon wieder so buggy. Wieso ist denn das immer so buggy hier? Stehen in Half-Steps? Keine Ahnung. Machen wir es einfach so. Warte mal. Was habe ich jetzt noch für dich? Fichtenholz. Ja, hier, aber nur verarbeitet. Ja, genau, das brauche ich auch bloß. 39 bloß. Sei mal nicht so geizig. 39 bloß, das war mein letzter Rest, du Arsch. Ja. Mir vorher schon alles gegeben. Du Geier. Ich Geier. Ja, du geierst ganz schön, ey. So, das finde ich übrigens hübsch. Muss ich mal sagen. Wenn einer hier am Farm ist in meiner WG, dann bin ich das. Holzvertäfelung und Stein dazu. Irgendwie sieht das cool aus. Mist. So lang. Nein, ich komm die Terrasse. Oh Mann. Oh Mann, was macht der Mann denn schon wieder? Oh Mann. Das ist der Oh Mann. Oh Mann. Guck mal, das sieht doch schon mal heftig aus. Heftig, deftig. So. Heftig, deftig, tralalalala. Oh. Unsere Taverne wird super, ja. Unsere Taverne wird super, ja. Hübscheste Taverne ever, yeah. Ja, sowieso. Die sieht einfach so geil aus, yeah. Ey, ja, komm, wenn wir den Rohbau jetzt mal fertig haben hier, beziehungsweise in Anführungsstrichen Rohbau, wir haben ja schon gut geschmückt schon was. Mach da mal übrigens, warte, ich hab's gleich. Ich würde das da oben
Wie bist du denn da hochgekommen? Durch einen Baum. Durch einen Baum. Was ist da? Baum. Ich laufe immer durch Bäume. Der alte Baumkletterer. Hä? Durch was für einen Baum bist du da hochgekommen? Ja, warte. Ich zeig's dir schnell. Show me that Baum, please. Show it me. Show it to me. Zeig's mir. Ach, da sind schon Fenster drin. Ah, hier sind noch Fenster drin. Zeig mir. Zeig ihn mir. La 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 la. Wo bist du? Ja. Da, Kirby. Aua. Ich genau hau in die Richtung, dir richtig. Erstmal eins auf die Nuss. Und dann und ist gleich hier. Schon wieder Schluss. Leute, wir sind Schluss. Gleich schon wieder oh, am guck mal, die Perspektive ist ja auch richtig Ende. Schön gerade. Oh Gott. Oh nein! Okay. ja, nochmal. Nein! Oh, ich hab den Sprung nicht geschafft. Warte mal, welchen Sprung hast du gerade nicht geschafft? Aufs Haus hoch. Ich bin eins tiefer gelandet. Aufs Haus. Also ganz hoch, sondern ich bin nur... ganz niedrig bist du nur, genau. Okay, alles klar. Oh shit. Ich sterbe nochmal bei dieser Aktion, Leute. Das ist doch nicht so schwierig, hier hoch zu jumpen, hier hoch zu laufen, hier lang zu latschen, hier lang zu latschen, hier. Und dann... hier und hier. Da und dann hier runter und dann... ah, genau. Genau so wollte ich dir das sagen. Und dann... haust du einfach hier, weißt du, da schlägst du dann hier weiter. Hier, da, so, dass das mit dem... ja, ja, genau so wollte ich das auch machen. Au! Oh, und da bist du ja. Wirklich gestorben. Da bin ich wirklich gestorben. Aber Leute, das war's mit dieser Folge von der Männer-WG. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Schaut bei Mr. Lyus vorbei. Abonniert ihn auf jeden Fall und wir machen's später nochmal weiter. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Guckt bei Flinks vorbei auf jeden Fall.